Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Ja, es ist eine Kleinigkeit passiert. Und zwar habe ich ein bisschen trainiert, wie ihr seht. Level 17, Level 18 jeweils. Und ja, ich war mit meinem Chocobo auch ein bisschen auf Schatzsuche, beziehungsweise im Wald erstmal nur. Und nun, wie ihr seht, oben werde ich jetzt hier noch einen Schatz suchen, den ich auch gleich gefunden habe, aber alles klar. Merkwürdiger Rauch steigt auf. Ich werde irgendwie. Okay. Oh. Was ist das denn? Chocobos Traumwelt. Okay. Ist ja geil. Ein Riesen-Chocobo, alles klar. Die Besucher, die hierher kommen, sie suchen nach der Heimat und ihren Freunden. Oh Choco, du suchst das friedliche Zusammenleben mit deinesgleichen. Ist es nicht so? Krähe. Du, der seine Heimat sucht, wir erwarten deine Heimkehr. Oh Choco, du hast die Fähigkeit erhalten, auf seichtem Wasser zu gehen. Zu einer Sandbank gelangst du über den Sandstrand. Dein Weg ist noch lang, aber du hast bereits einen großen Schritt getan. Ist ja geil. Jetzt können wir sogar auf seichtem Wasser rumlaufen mit Choco. Das gefällt mir sehr. So, Choco-Menü. Fremdes Land, Bergtal, genau das hatten wir, das haben wir noch nicht. Das kommt bestimmt noch. Echtes Wasser. Okay, da würde ich gerne mal gucken. Mal schauen, wie weit ist das bis hierhin? Okay. Nee, das ist auf jeden Fall nicht die Insel. Wo könnte das denn sein? Ist hier auch nicht. Die Musik ist so schön. Die gefällt mir. So, hier ist kein richtiges echtes Wasser mehr. Nee. Okay, dann muss ich wohl woanders gucken. Wir können ja mal hier hinten hinlang laufen. Gibt es hier vielleicht nochmal einen Strand? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich war ja vorhin schon mal, also in einer Folge hier schon mal lang gelaufen. Ich weiß es bloß nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Nee. Okay, dann muss ich von der anderen Seite kommen. Den Schatz würde ich mir gerne noch holen, auf jeden Fall, da der noch auf diesem Kontinent hier ist. Und ja, dazu müssen wir auf jeden Fall durch Gizamalukes Grotte wieder durch. Dann werden wir das auch mal machen. Und dann auf der anderen Seite von der Höhle. Choco suchen, beziehungsweise die Fußspuren von Choco. So, warte mal, hier war doch auch noch was, oder? War nicht was? Kleiner Strand. Ne, okay, das war das hier. Alles klar. Nicht. Wir müssen hier rein. So, dann betreten wir mal Gizamalukes Grotte nochmal. Laufen wir mal den ganzen Weg zurück. Ist ja zum Glück nicht weit. Oh, hier gibt es ja doch Gegner. Wo ich ja einmal zurückgegangen bin,
kam nicht ein einziger Gegner mit, obwohl ich wieder hierher gekommen bin. Ein Gegner gesehen. Jetzt kommt auf einmal wieder ein Gegner. Oh. Wo war ich denn angegriffen mit Hühnchen? Na egal. Hacke, ach komm. Ist der gleich wieder weg. Wo nicht? Wo hier eher? Natürlich nicht mehr. Wir dürfen wir nicht miteinander laufen, noch anhalten vorher. Unfair. Verfehlt. Schon wieder stärker. Angriffskraft steigt. Bringt aber nicht, wenn du nicht anhalten kannst. Ja, hat gemacht. Eh nicht mehr lang. Bei wem? Ach, bei Vivi, okay. Das dürfte gleich unser Ohr sein. Das habe ich vorgesehen. Vorhergesehen, so. Ach, vorgesehen. Auch gutes Deutsch. So, ja, Potion kann man auch nichts mehr aufnehmen. Genauso wie Gitarrkraut, glaube ich. Obwohl Gitarrkraut doch ein bisschen. Wenn wir jetzt verbraucht gehabt, ein bisschen auch. Zum Glück nicht so viel, aber wir haben ja schon fast wieder 100 gekauft gehabt. Genauso wie Phoenix-Federn haben wir auch voll bis oben hin. Können wir ja mal kurz gucken. Hier, 99 Potion. Phoenix-Federn 99, Gitarrkraut 98, also wir haben ein bisschen was eingekauft gehabt, wo ich hier offline trainiert habe. Ich habe natürlich auch versucht, nochmal den Tanzsilwurm zu besiegen, aber keine Chance. Ne, ich muss da lang. Ich muss da lang. Gut, dass hier die Gegner nicht so stark sind. Da geht es ja noch. Mit dem Laufen. Ja komm, mit einem Schlag jeweils. Mit einem Schlag jeweils sind die weg. Doch nicht. Ja, mit zwei Schlägen. Der zumindest. Jawohl. Erstechen. Mach's. Muss vorher weg. So, das war's. Ja, so eine Schatzsuche, ne? Ist schon was Lustiges, interessant vor allem. Vor allem mit den Chocobos. Je mehr man die Schätze findet, desto stärker werden die ja, die Chocobos, habt ihr ja gesehen. Er ist auf einmal blau, ne? Und zwar ist es, weil ich halt den Schatz da gefunden habe. Items. Der Kraut. So, dann gehen wir doch mal hier aufs echtes Gewässer. Ich finde wir hier noch ein Schätzelein. Hier nicht. Hier irgendwo drauf. Also da ist kein Strand irgendwo drauf. Okay. Muss man sich ein bisschen umgucken auf jeden Fall. Hier wird man nicht raufkommen. Okay. Gut, dann gucke ich mal in der Ecke hier. Drüben ist ja irgendwo noch. Ja, hier. Strand. Genau. Was haben wir hier noch?
Hä? Ist das nicht? Ne, ist nicht, ne? Ne. Das ist auch nicht. Ach, das ist das da, oder? Ach, das ist das. Hier muss ich suchen. Oder? Sieht zumindest danach aus. Irgendwie. Ja, sag ich doch. Auf einen Schatz gestoßen. Ja, dann öffne mal. Potion 8-mal gefunden, Phönix wieder 4-mal, Ether 3-mal. Zauberumhang. Überflüssige Items weggeworfen. Alles klar, dann haben wir das ja auch erledigt. So. Seichtes Wasser. Das können wir noch nicht machen. Trockener Strand. Dort ein Wald. Okay. Fremdes Land. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Das ist mir ein Rätsel, das, die Karte hier, also, ja, der Schatz. Na, wo komme ich raus? Ja, nee, hier nicht. Auch nicht. Hier lang, okay. Erstmal wieder einen Rückweg finden. Auf jeden Fall ist ein Fluss, okay. Da ist auch Sumpf. Auch ein Fluss. Das kann nicht hier sein, glaube ich. Hier haben wir sowas zumindest nicht. Nee. Hier ist sowas nicht. Okay, dann wird es nicht hier sein. Nein, ich muss nach da. Gut, dann gehen wir wieder durch Gizamalokes Grotte durch. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Clara. Absteigen. So. Gehen wir kurz mal hier durch. Ja, aber die Schatzsuche, wie gesagt, macht auf jeden Fall Spaß. Alles zu finden, soweit auch. Und wir werden auf jeden Fall später noch sehr viel mehr Schätze suchen, dann mache ich auch alles mit euch, damit ihr auch ein paar Geheimnisse findet. Und ja, wir versuchen alles Mögliche, also das Choco auch in seinem Anfang kommt, wo er hin will, sein Zuhause findet. Das wünsche ich Choco, das würde ich mir natürlich auch wünschen, dass wir schaffen. Weg damit. Schon wieder lieb. Lieb und stichfest ist das hier. Und weg ist das Vieh. Sehr gut. So. Gut, dann gehen wir mal nach Clara. Nee, wir müssen da zu unserem kleinen Sandstrudel hier. Weil im Sandstrudel wird es auch noch mal ein bisschen gefährlich. Da muss ich mal gucken. Und darauf achten, wo ich lang muss und wo ich vielleicht noch was finde. Wäre natürlich schön, dass ich alle Items finde, die es da auch gibt. Aber na gut.
werden wir sehen. Nähern wir uns erstmal den Sandstrudel. Clara betreten. Claras Stab. Hört ihr das? Das ewige Tosen des Sturms. Der Sturm ist so stark. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Los! Ja, du hast recht, mein Bester. Je schneller wir ankommen, desto schneller können wir die Spezialitäten dort genießen, Mampf. Na, das machen wir. Alles klar, erstmal den Baum erklimmen hier. Ja, das kann ja was werden. Ja, na dann, los geht's. Was ist das? Nichts. Okay. Was ist das? Was tun? Gegen die Tür drücken. Soll ich das machen? Ich weiß gar nicht, ob ich dagegen drücken soll oder nicht. Nichts machen, ich werde erstmal hier den Hebel umlegen. Ah, Sesam, öffne dich. Ist natürlich einfacher. So, da haben wir eine Truhe. Die nehmen wir gerne mit. Phönixfeder kann nicht mit aufgenommen werden. Ach, und da bleibt die Truhe geschlossen. Okay. Ist natürlich auch gut. Hier ist noch eine Truhe. Zauberstiefel. Das hört sich doch schon mal super an. Riesenfest. Autopotion, ja, kannst du ja mal lernen. Da ist nichts weiter, da ist auch nichts weiter. Ah, Eiser kann er ja. Blitzraum und Gift und Feuer und Schlaf. Nehmen wir denn da? Nehmen wir Feuer. So, dann gehen wir mal hier durch. Okay. Können wir noch hochklettern? Okay. Kommen wir denn da hin? Noch nirgendwo anscheinend. Alles klar. Ist hier noch was? Nein. Dann gehen wir erstmal runter. Und hier hoch. So, da ist eine Truhe, die machen wir mal auf. Äther erhalten, sehr schön. Durch das Dochloch lupen. Es ist zu dunkel, kann kaum was erkennen. Na gut, dann fassen wir doch einfach mal rein. Ein Mechanismus. Aber alles klar. Da kommt der Sand rausgeströmt. Lass mal sehen. So, jetzt kommen wir da nicht mehr raus. Oder rein. Gut, was ist das für ein Vieh? Und rum schießen wir mal. Ja. Blitzwind. Okay, das kann ich ja lernen von dem Vieh wahrscheinlich. Dann heilt sich das. Okay. Klauen. Schlucken. Ah, klasse. Oh, das war's schon. Das ist natürlich schlecht. Wird eigentlich Himmelswind lernen? Na gut, dann eben nicht. Montisaurus. Ist das Vieh so? So, gehen wir hier lang. So. Und jetzt? Ach,
Schlüssel schon. Was ist das denn? Wir wollen überraschend sein. Und das war's schon. Ging ja schnell. Ja, die schnellen Kämpfe sind auch noch die besten. Hier ist nichts. Jetzt hier durch, ja. Gehen wir hier hin. Okay. Ein Zelt nehmen wir. Ein Hochbrief. Mohanka, für dich haben wir noch einen Brief. Ein Brief von Atura, vielen, vielen Dank. Oh. Natura an Mohana. Es ist schrecklich. Diese grässlichen Kerle haben die schöne Stadt kaputt gemacht, Kupo. Warum bloß? Warum bloß, Kupo? Ich hasse diese Zipfelmützen, Kupo. Ey, bitte vorsichtig, Mohana. Am besten du ziehst irgendwo anders hin, Kupo. Oh nein, Humizia wurde verwüstet. Sind wir hier denn sicher? Sind wir das, Kupo? Nimm das zum Mut an, Kupo. Bonus. Ey, geil. Ich hätte so gerne einen Brief. Ja. Ich auch manchmal. So, ich speichere mal eine Runde. Ja, speichern. So. Das machen wir dann hier. So. Haben wir das auch erledigt. Und dann gehen wir mal weiter uns umschauen. Wo wir hier noch was bekommen können. So, da ist noch eine Truhe. Den Feuerstock. Den haben wir ja zweimal, oder? Ja, den haben wir jetzt zweimal. Auch schön. Kann man den wenigstens einmal verkaufen. So, na dann, auf nach Clara. So, hier ist noch nichts weiter. Oh Gott, was ist denn hier los? Noch mehr Sand. Wüstenstiefel. Was ist das hier? Okay, das dauert noch ein bisschen. Das dauert auch. Das dauert auch. Okay. Also Wüstenstiefel bringt ihm nichts. Ja, auch nichts. Und ihm auch nichts. Okay. Also ist das nicht so dramatisch. Mal kurz nochmal weiter gucken. Ah, eine Trierweste, okay. Oh. Metrilfröstling, na jetzt geht's ja los hier. Alles aus Metril. Hey, hier ist noch eine Truhe. Mit Allheilmittel, ja, immerhin. So, und wo jetzt hier hin? Ach, hier ist die Oberseite, alles klar. Ocean kann nicht aufgenommen werden. Oh, ein Mistsammler. So, wo kommen wir denn hier? Ja. Oh Gott. High Potion, okay. Ah, schon wieder. Oh, die Strudel sind großer. Na komm schon. Oh, kommt man da nicht vorbei? So, jetzt. So, wir sind schon fast raus hier anscheinend. So sieht es zumindest aus. Oh, dann gehen wir mal. Das ist eine Truhe, die nehmen wir natürlich noch mit. Pizzakraut, wunderbar. Das nehmen wir auch gerne. Nochmal so ein Himmelsflug-Ding da. Ich warte mal mit Kühner ein bisschen.
erstmal angreifen. Das müsste dann nicht aufhalten und... Oh, ich muss Platz machen sogar. Voilà. Das brauchen wir ein bisschen. Toll. Wollte ich extra fressen machen. So, dann sind wir ja schon hier. Und das ganz oben, würde ich sagen. So, Claire. Seid ihr Freya? So ist es. Wir haben euch bereits erwartet. Weil wisst ihr von mir, meine Damen. Der König von Bomitia setzte uns darüber in Kenntnis, dass ihr kommen würdet und bat uns, euch in Empfang zu nehmen. Alles deine Majestät also wohl auch. Bitte mich bitte sofort zu. Sehr wohl. Sieh dann, ich gehe zu einer Audienz mit dem König. Ihr könnt euch derweil ein wenig erholen. Geht in Ordnung. Bitte hier entlang. Wünschen die Herrschaften vielleicht eine kleine Stadtführung? Nicht nötig. Ich verstehe. Hab bitte noch einen schönen Aufenthalt. In Wembaha. Und irgendwie eine merkwürdige Stadt. Vivi, Quina, wollt ihr euch nicht auch ein bisschen die Stadt ansehen? Ja, gute Idee. Gut. Vielleicht finde ich ja was leckeres Schmalz. Ja, und damit würde ich sagen, beende ich erstmal hier die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns in Claire umschauen. Vielen Dank und bis bald. Ciao.